Willkommen bei den Noobs. Juhu, tralala, jetzt geht's los. Okay, und okay, das war wirklich scheiße, ich hätte doch über das machen sollen. Wieso wegmachen? Nein, ich hätte das wirklich selbst machen sollen, sagte ich. Wieso, ist doch, reicht doch, oder nicht? Nee, aber was ist das Thema? Arti, klär uns auf. Wir begrüßen euch heute zur zweiten Folge von den Noobs. Und heute geht es um das wunderbare Thema Clickbait. Das Thema, was auf YouTube darüber entscheidet, ob dein Video geguckt wird oder nicht. So, jetzt, ich würde sagen, wir haben uns vorher, im Vorhinein haben wir uns diesmal sogar ein Konzept überlegt, sogar Fragen haben wir uns überlegt. Ich weiß, die Leute sind begeistert. Also, es steht gut für uns. Tatsächlich, wer jetzt als erstes mal so, wie steht ihr selbst zu Clickbait? Naja, wir haben bei der ersten Folge schon KuchenTV im Thema gehabt. und zwar, ja, also der erste Titel, der ist ja schon ein bisschen Clickbait, finde ich. Also wir stehen natürlich alle hinter Clickbait, oder? Also ich persönlich bin eher so jemand, es kommt drauf an, wie der Clickbait eingebaut wird. Wenn er zum Beispiel zum Video gehört und sich darüber lustig gemacht wird, finde ich das tatsächlich absolut nicht verwerflich. Ja, also wenn es als Gag zum Beispiel gemacht hat, beispielsweise bei den Space Rocks, ja, die machen ja ab und zu mal auch irgendwas mit Brüste rein und wo dann einfach Steve mit einem Fake-Brüsten ins Video kommt, das finde ich als Gag sehr gut passend gewählt. Aber wenn es zum Beispiel jetzt ist, wie wenn Ben Floppy was macht, ich weiß nicht, moralisch fragwürdig. Ist aber kein Clickbait, glaube ich. Nee, also generell bei Clickbait, ich sehe es mal so, es ist inzwischen notwendig, ich finde es tatsächlich hart anstrengend, weil ich mir einfach denke, okay, es gibt Leute, die können sowas gut einsetzen, beispielsweise als Space Rocks, aber es gibt sehr viele Leute, die einfach das so dafür gesorgt haben, dass das einfach der neue Standard ist und das, ich finde es eher nervig, dass man es jetzt machen muss, damit man überhaupt gefunden wird, weil alles machen. Ja? Ich habe jetzt darauf verzichtet. Wie sieht es mit euch aus? Wie steht ihr dazu? Asja. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich langweilig in Titel aussuchen. Ich bin da nicht so wirklich talentiert drin. Ich mache auch kein Clickbait und so. Das ist bei Let's Plays meiner Art halt einfach ein bisschen schwerer. Außer ich erfinde mir halt irgendwas wirklich willkürlich. Und das ist halt auch so, es kommt ja drauf an, was für ein Clickbait es ist. Es ist wirklich einfach nur übertrieben dargestellt, was aber auch trotzdem im Video vorkommt. Oder es ist halt wirklich einfach nur komplett frei empfunden, was eigentlich gar nichts mit dem Video zu tun hat. So. Und ja, bei mir wäre es, ja, keine Ahnung, es wäre einfach falsch, hätte ich was gesagt. Und ja, keine Ahnung. Na gut, du hättest ja die Option, viel Clickbait zu machen. Tatsächlich. Ja, hätte ich, mache ich aber nicht. Warum sollte ich? Ich bin dagegen. Und klar, ich werde dann nicht so schnell gefunden oder werde auch nicht so viel angeguckt, weil was nicht interessant wirkt, vor allem bei Let's Plays, wird auch nicht angeschaut. Yep, Let's Plays sind und sterbende Kunst. Richtig, aber ich denke mir dann so auch, wenn ich nur Zuschauer kriege, die an meinem Clickbait anspringen, möchte ich diese Zuschauer auch nicht haben, weil ich einfach nicht die Art von Person bin. Als Mädchen hast du es da generell, finde ich, glaube ich, schwerer, weil wenn zum Beispiel jetzt ich oder Floppy es machen würden, dann wäre das wiederum dieser Humor, ach, das sind zwei dicke Typen, die dann einfach, die dann quasi sagen, ja, sie haben Brüste, deswegen machen wir da ein Clickbait. Das ist dann wieder so eine Art Comedy-Art. Wenn du das als Mädchen machst, ist es halt direkt dieses, ja, es ist halt dann einfach geklickbait. Was ich nicht mal machen würde. Das wäre das Letzte, was ich tatsächlich machen würde. Ich zeige meine Brüste. Ja, ich zeige meine Brüste. Und dann Minecraft Let's Play. Nee, danke. Nee, ich hab das, sowas gibt's ja tatsächlich und ich finde ja, sowas einfach nur abstoßend. Ey, ich sehe die 12-Jährigen zu dir kommen. Ja, die 12-Jährigen, die glauben es dir dann. Nee. Aber tatsächlich in der Let's Play-Szene ist es ja relativ verbreitet. Aber darauf kommen wir gleich noch. Coco, wie stehst du denn zu Clickbait? Eigentlich relativ ähnlich. Also ich würde auch sagen, meine Titel selber sind auch sehr langweilig und einfach beschreibend, weil ich wüsste tatsächlich auch nicht, wie man in der Zeichner-Szene jetzt wirklich krasses Clickbait betreiben sollte. Tutorial, Tipps und Tricks. Loot-Zeichnung. Naja, aber ich meine, gut, Tutorials hast du ja so oder so.
Das sind ja in den seltenen Fällen wirklich Clickbait, weil meistens zeigen sie dir ja wirklich, wie man was zeichnet. Ob die Tutorials jetzt gut oder schlecht sind, sei dahingestellt. Aber ja, ich wüsste tatsächlich nicht, wie ich selber Clickbait machen sollte, aber selbst wenn, wäre ich da auch dagegen, weil was bringen mir eben diese Leute, die da draufklicken, dann nach ein paar Sekunden von dem Video abspringen, weil sie sehen, es ist doch nicht das, was sie erwartet haben, was im Endeffekt für den Algorithmus wieder schlecht ist. Damit gewinnt man halt eigentlich auch nicht wirklich viel, würde ich sagen. Also ich denke mir generell, es ist so, ich meine, es gibt so Loot-Zeichnungen, da bietet sich der Clickbait ja quasi an. Allerdings, ich glaube, das ist von YouTube auch nicht so sehr gesehen. Ich hab mal gerade ein Beispiel in die Gruppe gesendet. aber ja, ich denke mir, damit könntest du es eigentlich relativ gut machen. Gerade bei zum Beispiel bei den Pokémon-Trainerinnen, ja, bietet sich halt an. Allerdings, das Problem ist, wenn du einmal damit angefangen hast. Was geschickt hast, oder? Ja, das eine Foto, das werde ich hier nicht im Video zeigen. Das ist eine Referenz, die kommt nicht ins Video. Also das kannst du machen, alle schlimmen Stellen sind. Stimmt auch wieder! Ich kann halt Clickbaiten! Nein, oh Gott, das Video wird garantiert die Wobei, wird eh nicht bei mir monetarisiert. Aber die Frage ist ja, wenn du wirklich so eine Zeichnung zeichnen würdest in dem Video, dann ist es ja an sich kein Clickbait mehr, oder? Nein, und es würde auf jeden Fall den Algorithmus freuen. Ich meine, es mag jetzt etwas verwerflich sein, moralisch ist es eher Schmuddelkram. Wobei, lustig. Es wäre auch definitiv nichts, was ich zeichnen würde, aber so von der. Meinem Verständnis von Clickbait her ist es halt. Wäre absolut okay, es wäre legitim. Es wäre jetzt halt was anderes, wenn du das als Thumbnail jetzt für diesen Podcast zum Beispiel nimmst. Ja, ich glaube, dann würden die Leute auch was ganz anderes erwarten. aber ja, klar. Lustigerweise hatte ich da erst, zitiere ich jetzt mal gern, habe ich ein wunderbares Zitat von einer Streamer-Kollegin von mir. Der guten Chimmy, die hat nämlich jetzt gesagt, ihre Oma hat bis vor einem Jahr noch gedacht, dass auf Twitch streamen sowas wie Schmuddelkram ist. Ja, also dass es dann darum geht, weil ihre Enkelin halt auf Twitch streamt und dass sie dann dachte, ja okay, das heißt, dass sie dann ihre Brüste präsentiert im Internet. Also insofern, ich glaube, das Verständnis von der Grenze, das ist eher noch eine Frage, die wir gleich mal erörtern sollten. Die steht sogar auf der Liste. Aber du würdest sagen, also von deinem zeichnerischen her, du findest auch nicht, dass du tatsächlich bei den Speedrunnern so viel Clickbait hast? Also würde ich jetzt nicht sagen. Ich versuche halt in meinen Titeln immer das halt zum Beispiel zu beschreiben, was man sieht. Also es ist halt dann zum Beispiel eine Pokémon-Zeichnung von Pokémon XY. Ja gut, bei Pokémon kannst du tatsächlich nicht so viel luden, solltest du auch nicht. Auch die Leute, die gerade luden, lass das. Man ludet keine Pokémon. Nein. Bei den Trainern. Nein, aber auch so bei anderen Sachen. Bei den Trainern ist es zwar unmoralisch, aber es ist quasi sowas wie pervers cute darstellen. Ach so, nuden? Nein, lewd. L-E-W-D. Hallo? Es ist ein Weed-Begriff. Es ist ein Weed-Begriff. Okay. Aber auf jeden Fall, ich wollte eigentlich darauf anspielen. Also würdest du sagen, in der Speedrunner-Szene findest du tatsächlich nicht so viele Negativbeispiele, was Clickbait angeht? Ich weiß nicht. Also mir persönlich sind jetzt in dem Sinne keine Negativbeispiele bekannt. Also es gibt so ein paar größere YouTuber, die haben schon sehr clickbaity Titel, aber die erfüllen dann halt in ihrem Video meistens auch die Dinge, die sie da versprechen. Also die Titel sind sehr reißerisch, aber es ist auch das, was man dann im Video sieht. Was zum Beispiel? Es gibt, ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt einen Zeichner-YouTuber, der gibt ständig Unmengen an Geld aus, weiß ich nicht, dann bezahlt er. Mr. Beast? Der bezahlt dann zum Beispiel 10.000 Euro an irgendwelche anderen Zeichner, dass die seine Bilder weiterzeichnen und solche Sachen. Das steht dann natürlich auch im Titel mit diesen enormen Summen. Okay, also ich will sagen, die Taktik. Aber es ist dann halt zum Beispiel auch genau das, was man in dem Video sieht. Also von daher. Das ist, finde ich, jetzt auch dann kein Clickbait. Ich meine, es ist ja catchy. Eben, also es ist reißerisch, aber es ist in dem Sinne kein Clickbait. Catchy, definitiv. Aber es ist nichts dran aus meiner Sicht, es ist nichts dran falsch,
catchy Sachen zu machen, dass man die Sachen sagt. Also es ist ja immer noch die Wahrheit von dem, was man in dem Video sieht. Ja, letztendlich geht es ja darum, dass du auch gefunden wirst. Da muss man sich schon ein bisschen mit den Leuten beschäftigen, auch um das herauszufinden. Ja. Es gibt bestimmt auch welche, die das nicht so machen. Ja, also ich muss sagen, ich finde es tatsächlich nicht falsch, wenn man sagt, okay, man macht halt einfach ein bisschen, dass es anziehend ist auf die Leute. Solange es gibt ja die Unterschiede zwischen catchy und Clickbait aus meiner Sicht. Ja. Also, aber so richtig Clickbait ist mir halt so in der Zeichnerszene jetzt nicht bekannt. Also mir würde kein Beispiel einfallen, wo ich mich quasi geclickbaitet gefühlt hätte bei einem Video. Bei anderen Sparten auf YouTube definitiv, aber so bei den Zeichnervideos fällt mir jetzt nichts ein. Gut, bei den Zeichnervideos fällt mir da tatsächlich auch nichts ein, weil letztendlich, selbst wenn es um irgendwelche perverse Zeichnungen geht, es wird dann letztendlich bei den Speedrunners immer auch gezeichnet. Insofern kannst du es auch nicht vorwerfen. Okay, dann würde ich sagen, Floppy, dann wären wir zwar noch dran, die Herren. Möchtest du anfangen? Du hast immer die interessanteste Szene von uns allen, was das angeht, weil du leistet dafür und dagegen bist von der Szene her. Also ich finde, die interessanteste Szene hat immer noch Coco mit Zeichnen. Nein, ich meine aber beim Thema. Clickbait. Ach so, beim Thema. Ja. Clickbait ist so eine Sache, die gerade bei meiner Szene irgendwie sehr so ein Virus ist irgendwie, aber da können die meisten YouTuber auch, da sind sie selber schuld dran, die meisten zumindest, weil die halt einfach immer Videos machen, wo man irgendwelche besonderen Titel drin hat, um die Zuschauer auf sich zu ziehen, weil das gerade nicht gut läuft oder keine Ahnung, dann schreiben die halt so Sachen rein wie ich habe meine Mutter geschwängert oder keine Ahnung. Oder keine Ahnung, was schreiben die noch? Ich rauche nicht mehr, meine Mutter ist eine Hurentochter oder irgendwie sowas. Oh, ich muss ein paar Sachen da einblenden dabei. Ja, also du kannst ein paar Sachen ruhig wegpiepen. Ist sehr krass bei der Szene so. Okay. Im Kosmos so. Aber ich meine, halt es gehört ja bei euch dazu, als Manus-Blogger gehört es ja bei euch dazu, dass ihr sowohl diese Clickbait-Sachen aufdeckt, behandelt, als auch kritisiert. Aus meiner Sicht zumindest. Ja, und selber nicht besser. Also das ist immer diese Doppelmoral und ja, so. Ja, die Frage ist, würdest du sagen, zum Beispiel, würdest du dann sagen, dass jemand da entweder es besser macht, oder würdest du sagen, dass die Leute da alle auch eher selbst sich einen Teil von abschneiden? Ich meine, es muss ja auch eine Grenze geben zwischen dem Clickbait, den jetzt zum Beispiel irgendein Asi-YouTuber macht, und dem Clickbait, den du jetzt als Meinungsbürger nimmst. Ja, ist schwierig auseinanderzuhalten, wer jetzt Asi-YouTuber ist und wer nicht. Mhm. So muss man sich auch immer voll lang mit beschäftigen, um herauszufinden, was das für ein Typ ist, von Ding. Aber man kann schnell raushören, was für Ansprüche der YouTuber hat. Das sieht man meistens am Schnitt, wenn er das alles selber macht. Das stimmt. Oder an der Art und Weise, was er da sagt in den Videos, wie er das sagt, ob er sich die Mühe macht, die Sachen mit besonderen Wörtern zu umschmücken, ob er das nicht macht. Differenziert betrachtet, ob er, keine Ahnung, bestimmte Faktoren halt einfach für sich selber festgelegt hat, die man raushören kann, ob er eine gewisse Formel hat oder so, keine Ahnung. Und dann gilt es, diese Ansprüche auch fortzuführen und nicht sich ablenken zu lassen von der Blase. Und das ist sehr schwierig, wenn man sich in der Blase bewegt, weil sonst ist man da auch ganz schnell auf dem Trichter, dass man da Clickbait betreibt. Oh, das Thema Blase müssen wir auch irgendwann mal behandeln. Ja. Das ist eh ein sehr spannendes Thema, auch aus psychologischer Sicht. Nein, aber gut. Bei dir ist es halt so. Ja, ich würde sagen schon, es ist halt schwierig. Es gibt, also zum Beispiel Just Nero, ich persönlich mag seine Videos ja auch sehr, sind sehr aufwendig geschnitten. Er hätte ich ja zum Beispiel neulich gepusht, aber davon lassen wir uns hier nicht beeinflussen. Es geht mir eher darum, Just Nero ist, denke ich, was das angeht, zumindest kam es mir zumindest so vor, ist es eigentlich vom Clickbait her im relativ akzeptablen, also eher im Catchy-Bereich als eher im Clickbait-Bereich aus meiner Sicht. Soll jetzt auch kein Front gegen den sein, ich wollte es auch nur sagen. Bei Da Vinci zum Beispiel, er sagt ja selbst auch, dass er eher in so eine Promi-Flash-Richtung geht. Fand ich teilweise ein bisschen direkter, wenn auch nicht jetzt so komplett ganz. Mir fällt tatsächlich keiner ein, wo ich sage, da ist es absolut in dieser Richtung. Wobei Firegold kann man bei einigen alten Videos das sagen. Okay. Ne? Schwierig. Also ich sehe da einige. Ich sehe auch einige Namen, die du gerade genannt hast, auch bei Clickbait. Also ich sehe eigentlich alle, die du gerade genannt hast, bei Clickbait. Auch die, wo, ja.
Ich weiß nicht, also ja, ich fand man macht ja automatisch Clickbait. Man guckt ja immer, worauf klicken die Leute, worauf klicken die Leute nicht. Und dann macht man okay, automatisch Clickbait. Dann müssen wir zwischen guten Clickbait und negativen Clickbait, zu dem kommen wir gleich noch, unterscheiden. Okay. Weil ich persönlich muss sagen, ich finde es halt eher catchy als direkter Clickbait. Weil zum Beispiel, einfach zum Beispiel bei dem Thema Holzente, ne? Da war es aus meiner Sicht sehr direkt auf so eine schwarze Art von Humor. Und damit war es für mich eher catchy, als dass es Clickbait war. Aber nur gut. Okay, dann kommt noch meine Szene, die Anime- und Review-Szene. Wir haben krassen Clickbait. Ich selbst gehöre zu den harmlosen Kanälen, würde ich selbst bei mir anschauen, weil ich mach's nicht, weil meine Mutter sogar die Videos sieht. aber zum Beispiel, ich weiß selbst von genug anderen Kollegen, die dann beispielsweise Misty nackt aufs Thumbnail packen, um über zensierte Folgen zu reden bei Pokémon. Die dann zum Beispiel auch jetzt bei einem. Es war eines der krassen Beispiele, die mir eingefallen ist. Das war eine der ersten Reviews, die ich gemacht hatte zum Manga Game Lust und Liebe. Und bei diesem habe ich tatsächlich. Es geht um so eine emotionale Arbeitsbeziehung, halt auch mit Sex und allem drum dran. Aber halt, es geht mehr um den emotionalen Aspekt. Das ist ein sogenannter Shoujo-Manga, also ein Manga für Frauen. Ja, bei den schonhaften Mangas, da geht's, beziehungsweise bei den seinen Mangas, da geht's eher um das Körperliche, und bei den Shoujo-haften geht's dabei meistens eher um die emotionale Beziehung zueinander. So, ich habe den gelesen, habe mir gedacht, okay, du musst vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass die Leute denken, es geht da nur ums Ficken, weil es ist halt einfach ein Manga, der, also wenn man das vergleicht mit einigen Yaois, die ich auch gelesen hatte, ist das halt einfach nix. Da hast du 5 Seiten, wo mal was passiert. Ja, zumindest im ersten Band. Und ja, da kann man halt auch nicht sagen, dass es dann nur ums Go geht. Ich habe die Review gemacht, habe sie einer Kollegin zum Testvideo geschickt und die hatte sich dann halt noch ein anderes Video zu dem Thema angeschaut. Und der hat halt 5 Minuten darüber geredet, dass es halt ums große Nudeln geht. Gott, das muss ich alles wegpiepen. Und er hat wirklich gesagt, es geht auch richtig zur Sache. Und ich dachte mir nur so, das ist für mich Clickbait. Also, in der Anime-Szene würde ich sagen, ist es tatsächlich aktuell sehr schlimm, weil es sprießen sehr viele Anime-Kanäle aus dem Boden. Und irgendwie ist die Konkurrenz so, dass wir alle sehr catchy sind. Gut, ich mache mir dazu wenig Gedanken, muss ich ganz offen gestehen. Aber ich könnte theoretisch viel Clickbaiten, ja. Okay, was ich jetzt interessant finden würde bei euch allen, wäre die Einstellung, wo ist die Grenze zwischen guten und schlechten Clickbait bei euch? Würde ich sagen, Asya, ich würde dich als Erste bitten. Oh je, Lobby ist weg. Wir müssen das überspielen, wahrscheinlich hat er gerade wieder ein Internet verloren. Achso, die kannst du einfach rausschneiden. Ja, ich schneide raus. Floppy, haben wir verloren. Okay. Das hier kommt vorne rein. Wir haben Floppy gekillt. Mann. Nein. Wir müssen die Leiche verstecken. Nein. Doch. Ich würde eher dich killen als Floppy. Oh! Autsch. Autsch. Also was war jetzt nochmal die Frage? Wo ist die Grenze für Clickbait für dich? Allgemein oder auf meine Szene? Begrenzt. Begrenzt mal auf deine Szene. Auf meine Szene begrenzt. Bei mir ist das ist schwer. Also zum einen, ich finde es furchtbar. Also viele machen ja diesen Clickbait. Zum Beispiel bei Minecraft und Fortnite ja verstärkt. Sollte jeder kennen. Meinst du die Fake-Videos, also wo es alles gestellt ist? Oder die Videos? Genau. Also zum einen die Fake-Videos, wo halt einfach eigentlich überhaupt gar nichts wirklich so ist, wie sie das da so darstellen. Gibt ja auch mehrere bekannte deutsche Beispiele, wo ich mir halt nur denke, ja, Fake glaub, kann jeder. Kannst du gerne machen. Ich halte mich da raus, wenn du einblendest. Ich kriege die Dislikes. Ja, du kriegst die Dislikes, nicht ich. Ich weiß, alles gut. Also das finde ich furchtbar, zum einen. Und zum anderen halt, es gibt ja viele Themenvideos, die zu Minecraft gemacht werden, zum Beispiel, was hat sich geändert oder irgendwie
Ja, ich kann das nicht beschreiben, weil ich es selber nicht mache. Ich muss Wo sie ganz. sich halt auf eine Sache spezialisieren, hätte ich fast gesagt. Und das dann so hervorheben, aber im Prinzip in einem 10-Minuten-Video, also in einem 10 Minuten gestreckten Video, irgendwie nur 1 Minute darüber reden, ganz am Ende, wo ich mir dann halt denke, so, Bei warum habe Let's ich mir dieses Plays scheiß ist Video angeguckt? Strecken eh noch so eine ganz andere Geschichte. Es gibt da tatsächlich ja, sorry, wenn ich da kurz da reinbreche, aber das finde ich nochmal einen Alles interessanten gut. Punkt. Bei Let's Play, ich weiß nicht, ob es so krass gang gäbe ist. Ich weiß zumindest bei Epix dann ist es vorgekommen, dass er dann im 6-Minuten-Video 4 Minuten Blackscreen eingefügt hat. Wo ich mir denke, so, ich meine, gut, die 10-Minuten-Mark, wir alle wissen, warum es die gibt. Aber wie stehst du dazu? Also als Let's Playerin auch. Ich finde es Schwachsinn. Was soll ich dazu sagen? Also ich mache ja ganz typische Let's Plays, wo ich ja ein Spiel wirklich von Anfang bis Ende spiele, meistens. Da ist es halt so, dann man halt immer so 15 bis 20 Minuten auf, weil 10 Minuten lohnen sich nicht und darunter erst gar nicht. Ich verstehe auch Aber nicht, was solche man Videos. darunter hat. Also bei den Themenvideos kann ich es verstehen, dass man sagt, okay, man macht das Thema, dass man das behandeln möchte. Wenn man es zerstreckt, finde ich Genau. verwerflich, aber wenn es Richtig. wenigstens interessant ist, von mir aus, wenn er mir 10 Minuten eine Redstone-Leitung zeigt und dabei zeigt, was er jetzt Neues gebaut hat, ein Taschenrechner, wo er 200 Stunden reingesteckt hat, okay, dann kann er von mir aus auf 10 Ja. Minuten strecken. Ja, auch wenn es dann ein bisschen Wenn es eklig ist. sinnvoll ist. Wenn Ja. es sinnvoll ist, weil sonst ist es wieder so ein bisschen verwerflich, wenn der sich 10 Millionen Mal wiederholt, nur um das Video zu strecken. Ja, klar, nee, aber wenn er zum Beispiel einfach, anstelle sich halt kurz zu fassen, dass er es dann halt ausführlich macht, finde ich nicht schlimm. Ja, das finde ich Aber ja auch nicht schlimm. Das wollte ich auch eben sagen. genau. Bei den Fake-Videos wollte ich gerade mal anmerken, ich persönlich sehe halt nicht den Sinn davon, diese so Fake. Ich meine, klar, auf klicktechnischer Sicht sehe ich den Sinn, aber aus moralischer Sicht denke ich mir nur so, wenn ich keinen Bock auf habe auf dem Spiel, macht es dann nicht mir viel mehr Hass und Arbeit, Sachen zu faken, als dass ich was anderes spiele? Naja, also ich schätze mal so, bei denen ist es so, die mögen Minecraft, aber die haben einfach keine Themen mehr, weswegen sie sich welche selber suchen müssen. Und dann stellen sie es halt, damit sie halt Videos machen können. Auch wenn die teilweise sich auch wiederholen, nur mit minimal anderem Hintergrund, aber Fake ist halt Fake. Was ich da halt am schlimmsten finde, ist einfach, ich sag mal auch teilweise, wie die Thumbnails dann so dargestellt werden mit Fake-Bildern, die eigentlich auch nichts damit zu tun haben, mit Puff irgendwelchen in Namen, die Minecraft. damit nichts zu tun haben, zum Beispiel. Ja, okay. Die haben da ja wirklich einen Puff gezeigt. Das ist ja nicht unbedingt ein Clickbait, aber es ist halt Es ist meiner Meinung nach Minecraft. gestellt. Also, ja, natürlich. Und das ist ja das Schlimme. Also, ich find sowas verwerflich. Ich finde sowas nicht okay. Aber viele schauen es ja gerne. Was ich immer noch nicht verstehe. Ich denke, sie haben es nicht anders kennengelernt. Also zum Beispiel, ich fand jetzt als Positivbeispiel zu sehen, ihr habt doch sicher bei alle Gronkh Minecraft-Let's Play gesehen oder generell. Ja, das ist ja aber auch ganz stumpfes, normales Let's Play. Das kann man nicht Ja, vergleichen. aber es war gut und unterhaltsam. Ich habe mir 200 Folgen davon angeguckt, dass ich das erste Mal irgendwie auch was von Gronkh gesehen hatte. Das Habe ist ich. trotzdem nicht vergleichbar. Jo, Weil das ist stimmt. ja, also die ich meine, die behandeln ja ein Thema, was irgendwie in Anführungsstrichen Ja. vorgefallen ist. Das ist kein richtiges Let's Play. Das, was Gronkh gemacht hat, Das war war ein Minecraft richtiges Let's Play. Wunder. Das war ein richtiges Let's Play. Da muss man halt unterscheiden. Wobei er hat Spielt auch er eine andere dieses Spiel Art. wirklich oder macht er ein Themenvideo zu dem Spiel oder wo er irgendwas zeigt, erklärt tutorialmäßig. Das sind halt zwei Unterschiede. Das ist zwar ein Spiel, aber es sind zwei verschiedene Rubriken noch. Ich bin froh, dass Gronkh tatsächlich nicht in diese Richtung gegangen ist. Weil, Ja. wenn ich mir vorstellen würde, wenn Gronkh mit seiner Stimme mir über einen Puff in Minecraft erzählt oder so ein Fake-View machst, ich denke, es würde falsch wirken. Gronkh ist für mich so ein Hörbucherzähler. Ich weiß nicht. Ich könnte dem halt. Von dem würde ich halt echt gerne mal so ein 6-Stunden-Hörbuch hören. Ach du Scheiße. Ey, mit der Stimme? Darauf war das, ach du Scheiße, nicht bezogen. Ja, auf die 6 Stunden. Komm, zum Einschlafen ist das doch perfekt. Aber auch zum Zum Entspannen. Einschlafen braucht man aber auch keine 6 Stunden. Ja, gut, aber. Also wenn du sie einschläfernd Ich findest, dann brauche es brauchst du dann. keine Nein, 6 Stunden. muss es doch mehrere Tage hören können. Ich so immer abends vorm Schlafen gehen, Dann so könnt. 20 Minuten hören und dann passt Ja, es. aber dann können es auch einfache kurze 20-Minuten-Dinger Es sein. können auch Let's Plays sein. Na guck, wo ist denn dein Problem? Schau einfach Let's Plays zum Einschlafen. Ja, nee, okay, wir sind gerade wieder abgedriftet.
Aber generell so, diese ganze. Ich weiß nicht, ob das Fake in die Fake-Geschichte noch großartig in die Let's Play-Szene gehört oder ob das einfach quasi von den ganzen, in Anführungsstrichen, größeren Let's Playern gemacht wurde, damit man das Ganze noch irgendwie klebeln kann. Naja, also so ganz typisch Let's Play ist es definitiv nicht, aber es Nee. hat halt was mit einem Spiel zu tun. Beziehungsweise es ist ein Spiel, deswegen zähle ich das da ganz, ganz grob noch mit rein. Okay. Einfach weil es um ein Spiel handelt. Das ist meine persönliche Ansicht. Das kann jeder sehen, wie er möchte. Let's Plays, nein, Spielszene trotzdem. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Tatsächlich, ich hatte mal so eine Geschichte erlebt mit einem anderen YouTuber, der hat halt, das Problem ist, wenn du, ich finde bei Let's Play ist, sorry, deswegen wäre es für mich, ich wurde auch öfter darauf angesprochen, ob ich Let's Plays mache, also ich mir so, das wäre für mich eine zu schwere Kunst. Let's Play ist aus meiner Sicht schwerer als gescriptete Videos, weil du bei Let's Plays ehrliche Emotionen brauchst. Ansonsten ist das komplette Let's Play für den Arsch. Ja, deswegen finde ich auch so Fake-Videos absolut uninteressant. Und bei der einen Szene, oh Gott, muss ich gerade selbst sagen, da war es halt so, das war ein Let's Player, der hat halt das alles als Business betrachtet. Oh, Ja. und der hat dann einfach, der hat, jetzt als Beispiel, mit unter 4000 Abonnenten mehr Videos rausgehauen als Gronkh an einem Tag. Und das daily. Und der hatte keinen Spaß daran. Der wollte aber nur Klicks. Ja? Und ich dachte mir nur so, es macht halt, der wollte zum Beispiel ein Spiel das playen, das er hasst. Davon gibt es leider viele, also zu viele, also auch welche, die kleiner sind, weil sie sich damit erhoffen, halt mehr Reichweite zu bekommen. Aber sowas sollte man da einfach grundsätzlich nicht tun, weil sowas dann auch niemand sehen will. Wenn du ein Spiel hast, merkt man das irgendwann, auch wenn du fröhlich tust. Da Man möchte merkt ich es einfach. selbst ein Zitat von mir bringen, was ich mir auch gesagt hatte. Wenn du, bei Let's Plays geht es um ehrliche Emotionen, wenn du ein Spiel, das du, wo du sagst, ich Let's Play es, weil ich es nicht mag und dadurch eine andere Sichtweise zeige, dann machst du eine Review. 20 Minuten, wo du von mir aus über das Video, das Spiel insgesamt bewertest. Okay, aber ein Let's Play ist eine Reise, auf die du die Zuschauer mitnimmst. Und wenn du da keine ehrliche Emotion hast, dann lass die Scheiße bleiben. Ja, könnte man so sagen. Okay, aber in der Let's Plays, ich muss sagen, das Clickbait tatsächlich relativ stark inzwischen vertreten. Ja, weil sonst keiner die Videos wirklich anschaut. Es ist halt schwer in der Let's Play-Szene, ich sag mal, hervorzustechen. Und dann sucht man sich, also suchen die sich halt ihre Mittel. Vor allem bei beliebten Spielen, siehe Minecraft und Fortnite, wo das einfach abartig ist. Oh ja. Lieblingsbeispiele an dieser Stelle. Also es gibt natürlich auch andere Spiele, wo das leichter vertreten ist. Beispiel? Aber zum Beispiel Sekiro ist ja ein sehr beliebtes Spiel gewesen, vor allem als es rausgekommen ist, ist es immer noch. Okay. Und sehr viele haben es gespielt, auch kleinere Let's Player, große Let's Player und so weiter und so fort. Und da ist mir leider auch aufgefallen, dass manche ihre Titel einfach gefaked haben, beziehungsweise so auch Caps Lock und sowas. Einfach um präsenter zu wirken. An sich nicht unbedingt so schlimm, weil es ist verständlich, aber andererseits denke ich mir so, muss nicht Es unbedingt. ist nicht unbedingt gerade das beste Beispiel dafür, ne? Ja. Okay, also wirst du sagen, gibt es aus deiner Sicht guten Clickbait irgendwie noch? Es gibt noch guten Clickbait, ja, aber seltener. Vielleicht In der Let's ein paar Play-Szene. Beispiele dafür. Also aus meiner Sicht ist bei den Let's Playern, zumindest von den guten Clickbait her, ich finde es tatsächlich ganz gut, wenn bei geschnittenen Let's Plays zum Beispiel, wenn du am Anfang eine Szene machst, die zwar stellvertretend für das Video ist, aber die ein gutes Level voraussetzt und das Video an sich dann das Level hält. Ja, genau. Ja, also das Pre-Intro. Okay, würden Sie noch weitere gute, kannst du mal vielleicht ein, zwei gute Clickbait-Beispiele nennen? Gute Clickbait-Titel kann ich überlege. Also zum Beispiel in der Szene von, ich sag jetzt mal, Jimmy Let's Play hatte oft genug Videos, wo er meine neue Freundin geschrieben hat oder meine neue Minecraft-Freundin. Und das ist halt eher so funny und es kommt halt auch drin vor, dass sie das sagen. Und, aber dennoch ist es so ein bisschen Clickbait, Aber sehr weil gute die halt. Zuschauer dann halt auch draufklicken, weil sie denken, so, was? Der Minecraft-Freundin von JLP klickt drauf.
So nach dem Motto. Wobei ich sagen muss, bei German Let's Play ist eh noch ein weiteres Beispiel dafür. Er hat ja tatsächlich als Let's Player keine Nummerierung bei dem Part zusammen mit Hand of Blood. Richtig. Und dadurch ist es für die auch für Einsteiger freundlicher, wodurch halt die Sachen besser Richtig. geklickt werden. Ja, es Ja. sind halt in sich geschlossene Werke, obwohl sie jetzt zu einem Gesamtwerk gehören. Und das ist halt auch etwas, was. Also, er spielt ja auch Spiele, wo das möglich ist. Und ja, das ist halt möglich bei den Spielen, die er spielt. Und dass er das dann auch so verkörpert bzw. raushaut, ist halt wirklich sehr gut. Das ist halt etwas, das nicht viele machen. Und ja, das ist einfach Ist ein flüssig, es ist smooth, es ist Positivbeispiel. schön. Ja. Okay, jetzt würde ich sagen, der Coco, Was ist? würde ich sagen, dann bist du an der Reihe. Also zu meiner Szene selber kann ich ja, wie gesagt, nicht viel sagen, weil mir da kein Clickbait aufgefallen ist. Okay. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das bei den Zeichen erzählt. Ich glaube, bei euch hat sich noch am besten entwickelt. Im Gegensatz zu den anderen Szenen, dass quasi bei euch halt. Du kannst halt bei Zeichnern, kannst du halt. Der Zeichner, den kannst du halt nicht wirklich so eine Fake-Geschichten machen wie bei anderen Szenen. Aber. Ja. Du hast ja bei anderen Szenen durchaus dieses Problematische mit den Videos faken. Ja. Insofern. Ich denke, das ist zumindest einer der Gründe dafür. Aber ich muss jetzt auch gestehen, ich habe auch tatsächlich nicht so viele Zeichner, die ich gucke und bei denen ich jetzt sagen würde, das ist krasses Clickbait, weil die Zeichner, die ich halt gucke, das sind halt. Ja, die sind halt alle auf dem Boden geblieben, normale Zeichner. Wobei ich das Gefühl halt irgendwie generell in der Zeichnerszene habe, dass die jetzt nicht irgendwie groß abgehoben sind oder so. Also selbst bei den größeren YouTubern. Ich muss sagen, dem stimme ich zu, dass sie halt auch nicht, dass sie jetzt auch nicht großartig abgehoben sind. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei tatsächlich geguckt, hier, jetzt werde ich auch ein Video einblenden, was ich so finde. Und ich muss das auch gestehen. Ich habe tatsächlich das erste, ich hätte es nicht erwartet, aber es gibt tatsächlich dieses No-Clickbait, hat es auch bei euch reingeschafft. Aber ansonsten sind die Bilder halt wirklich harmlos. Ja, beziehungsweise halt gut oder eher, ne? Ich weiß nicht, bei den Meme, denkst du, wenn zum Beispiel jetzt du ein Meme zeichnen würdest, denkst du, dass da in der Szene vielleicht, also es gibt ja auch die Meme-Zeichner, denkst du, dass da vielleicht eher sowas ist? Keine Ahnung, also so mit Meme-Zeichnen habe ich mich nie wirklich beschäftigt. Aber im Endeffekt ist es halt so, du zeichnest das ja irgendwo immer noch. Also, Ja, also irgendwie bist du eigentlich da raus, ne? Irgendwie hast du nicht dieses ja, Clickbait-Problem generell. Okay. ich fände es halt, also so allein zu überlegen, wie man da Clickbait machen könnte, fällt mir ehrlich gesagt gerade schwer, weil da müsste man schon irgendwie eine andere Zeichnung nehmen. Keine Ahnung. Und dann im Video was komplett anderes zeichnen, vielleicht total schrecklich zeichnen und für Thumbnail irgendein gutes Bild von irgendeinem anderen klauen, aber Es so ist schwierig, wirklich, ist schwierig. ja, also so, mir fällt einfach auch nicht wirklich groß was ein, wie man wirklich arg Clickbait betreiben könnte. Ich glaube, auch in der Zeichnerszene sind wir noch relativ verschont davon, was gut ist. Was Ja, zum Glück. wenigstens eine Szene ist halt noch sauber. Die Anime-Szene, ich muss ganz offen gestehen, ich glaube, die ist schon unterwandert. Ja, bei den Reviewern ist es. Okay, ich würde sagen, es gibt eigentlich auch einige Negativbeispiele, die mir jetzt einfallen, die ich auch einblenden werde, hoffentlich. Aber ich sag mal so, bei den Reviewern ist es okay. Bei den Anime-Leuten, da haben wir Clickbait, bei den Minus-Bloggern auf jeden Fall. Bei den Let's Playern definitiv. Aber bei den Zeichnern, ich denke, die Zeichner sind so die eine Szene, die noch verschont bleibt. Bei Musik. Ja, ich weiß nicht, ich überlege gerade, welche Szenen sind denn noch verschont geblieben davon? Was meinst du? Ich glaube, sowas wie Kochen und Backen dürfte noch relativ verschont sein, weil da hast du halt dann so die Rezepttitel irgendwie. Klar, kannst du so das Essen irgendwie schön fotografieren fürs Thumbnail, aber so im Endeffekt siehst du halt dann in solchen Rezeptvideos ja immer noch, wie das zubereitet wird. Ja, gut, okay. Ich glaube, Also kochen. ich glaube, da wird es zum Beispiel auf Instagram deutlich mehr getrickst,
im Bereich Essen als jetzt zum Beispiel auf YouTube. Apropos, du bist ja auch eine Künstlerin, die ihre Zeichnung auf Instagram stellt. Ja, hier eingeblendet. Das ist jetzt der nächste Punkt. Du bist ja auf Instagram und DeviantArt aktiv. Würdest du sagen... Nicht auf DeviantArt, nicht mehr. Ja, nicht mehr. Aber würdest du sagen, dass da der Clickbait schlimmer ist als auf YouTube? Also, DeviantArt, da gab es ja auch immer so diese Journal-Funktion. Die war teilweise schon echt clickbaity irgendwie. Vor allem, wenn mal. Also, da gingen dann halt meistens irgendwelche Ankreuz-Memes rum. Keine Ahnung, zu wie viel Prozent ist man das und das? Und dann haben Leute halt wirklich... Leute da wirklich irgendwelche komischen Titel gehabt, die dann halt einfach nur das Ergebnis quasi von diesen Ankreuz-Meme-Testchen hatten. Mhm. Also das ja. Auf Instagram, also ich könnte mir vorstellen, da kann man natürlich schön viel mit Bildern retuschieren machen und sowas. Wenn auch bei Zeichnungen das ein bisschen schwieriger ist, weil die sind ja sowieso... quasi selbst erstellt, so. Mhm. Die zeigt man ja eh so, wie man sie haben will. Aber da kann man dann, glaube ich, schon in so einem einzelnen Bild besser inszenieren, als es jetzt in einem Video möglich wäre. Okay. Ganz kurz, Asja, kannst du jetzt gleich noch kurz für ein Resümee noch mal zurück sein? Ich würde ganz kurz mit euch beiden... Nein. Noch so ganz kurz einen kleinen Abschluss dafür finden. Weil ich denke, wir haben es jetzt auch langsam bei dem Thema, weil mir fällt tatsächlich auch gerade nicht mehr ein, was ich da groß sagen könnte, außer dass wir halt allgemein das noch untereinander halten, dass das ist Clickbait... Ist eh schon wieder viel länger geworden. Ja, dass das Clickbait ein wenig... Ich glaube, ich werde diesmal ein bisschen was rauskürzen müssen. Das Problem ist halt, es stimmt halt auch wirklich. Diesmal ist so ein Thema, was... Alistair konnte diesmal mehr sagen, Coco konnte diesmal weniger sagen. Es tut mir leid. Vielleicht beim nächsten Mal andersrum. Ach was. Ich denke mir, es ist so ein Thema, wo man halt auch sagen kann, die Entwicklung ist auf YouTube bei einigen Szenen negativ. Es gibt allerdings, es ist nur nicht so schlimm, wie es die Leute oft sagen. Zum Beispiel, die Leute sagen ja oft wegen den Trends, dass das ist ein anderes Thema übrigens, dass die Entwicklung auf YouTube sich sehr ins Negative verhält, aber ich weiß nicht, es gibt ein paar Szenen, wo das noch im positiven Rahmen ist. Beispielsweise bei den Speedrun. Würdet ihr abschließend noch was dazu sagen, generell beim Clickbait-Entwicklung? Ich würde sagen, moralisch, verwerflich, ja. Das Problem ist, es setzt eine neue Messlatte als Standard und dieser Standard ist halt für alle neuen Creator halt ein Problem. Mhm. Weil du hast dann noch die moralische Pflicht, du willst halt noch sauber bleiben, wie beispielsweise Coco. Ja? Sie ist halt noch in einem positiven Aspekt, möchte auch noch sauber bleiben von den Videos her. Und auch Asja. Und sie sind halt dann auch frisch reingekommen und haben dann erstmal das Problem, ja, sie können, wenn du jetzt gerade das neue Creator anfängst, hast du halt einfach das Problem, du musst ein wenig clickbaity sein. Naja, müssen, in Anführungsstrichen. Ja. Wenn du gut gefunden werden willst, schnell Abonnenten und Klicks haben willst, ist es wahrscheinlich die einfachste Variante. Mhm. Ich habe es von Anfang an nicht getan und werde es hoffentlich auch nicht. Jedenfalls nicht dieses schlechte Clickbait. Ich habe Waifus in meinem Video erwähnt, das ist schon... mein Clickbaitig, ja, als ich dachte. Ja, jetzt hast du mich vom Tier abgebracht. Ah, was wollte ich sagen? Ja, also man muss es nicht, aber am Anfang ist es halt, ich sag mal, bietet es sich mehr an, wenn man gefunden werden möchte, als wenn man schon, keine Ahnung, wie groß ist. Ja gut, ab einer gewissen Größe bist du so ein Selbstläufer, das ist eigentlich egal. Ja, genau. Ja? Ja, nicht unbedingt egal, aber egal, ja. Ja, es ist ja nicht so, ne, nicht so wild. Ich würde sagen, mir fällt tatsächlich kein Negativbeispiel ein, wenn es euch, ne? Deswegen würde ich sagen, lasst uns hier an der Stelle, möchtet ihr beide noch was dazu sagen zum Thema? Bleibt sauber. Nicht zu viel Clickbaiten, danke. Coco? Ja, den kann ich mich eigentlich nur anschließen. Noch ein letzter Satz. Hört auf, Gardevoir zu looten, bitte. Und alle anderen Pokémon auch. Ja, bitte. Ihr habt noch nicht gesehen, was sie aus Voltilam und ich will's auch nicht und Abbaus gemacht haben. Nein, ich möchte es auch nicht sehen. Nein, ich hab's gesehen. Es ist schön für dich, beziehungsweise Pech für dich. Ich hab Dinge gesehen im Internet. Ihr werdet nicht glauben. Selber schuld. Was ist das? Schuld? Nein. Selber schuld. Nein, alles ist gut. Ich hab's nicht provoziert. Garantiert nicht. Doch, bestimmt.
Ich glaube, das packe ich an Anfang des Videos. Scheiße. Guck mir das nicht an, bitte. Bitte. Ich finde dich, ich suche dich heim und steinige dich. Du weißt, wie scheiße. Ich schick dir eine 5. Einladung. Das ist super. Also ich bedanke mich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Teilnehmen am Video. Es war wunderbar. Auch wenn wir Floppy leider verloren haben, weil wenn Floppy leider verstorben ist, aber es passiert. Das ist so richtig kalt, aber es passiert halt. Ist so. Das ist das Leben. Ja! Ja, kommt vor. Der Tod gehört zum Leben. Trotzdem so richtig trocken, einfach so mit in der Aufnahme gestorben. Ja, passiert halt. So, ja, kann man nicht denken. Ich fang mich auf Monday mit dem Grabstein. Ja, schön dann so Floppy erstmal begraben. Gesehen. Aber Hauptsache dann nicht das eigentliche Thema vom Video promoten. Schon, weil wir beim Clickbait-Thema sind. Richtig. Ja. So machst du es. Passt gut. Doch eigentlich sogar. Ja, das war so schön. Stimmt, als Joke-Thema. Ja, okay, mach. Ist Comedy-Zweck, das finde ich okay. Gefällt mir. Ja. Okay, bleibt sauber. Lootet nicht Galva. Lootet Fully, das ist okay. und abonniert die anderen. Sie blenden sich jetzt hier ein. Tschö. Tschüss. War eine.